Hallihallöchen, Leute, und mal wieder willkommen zu Let's Play Shaman King Master of Spirits. Seit dem letzten Video hatte ich mal eine kleine Pause, hab mal was gegessen, hab mir eine kleine Pause gegönnt. Apropos Essen, ich glaube, wir nehmen für Eliza einmal Antidote und einmal Hot... Ja, okay, thanks. Und einmal Hotdog mehr mit. Hab mich nur gerade gewundert, warum ich meinen Cursor nicht bewegen kann. Gut, probieren wir es nochmal mit Eliza. Erstmal vorsichtig die ganzen Skelette töten. Magnus Scout brauche ich gerade nicht. Ich glaube aber, Kororo hat sich als ein bisschen nützlich erwiesen. Ja. Ups! So. Erstmal weg hier. Ich versuche, möglichst nicht von denen getroffen zu werden. Ja! Okay, das hat nicht geklappt. Sterb! Da! Aber so richtig. So. Ups. Na gut. Es läuft besser als letztes Mal. Ja, komm schon. So, viele Skelette. Wahrscheinlich muss ich die gar nicht alle töten, aber ich denke es nur, weil ich vorher zu blöd war, da irgendwie lang zu laufen oder so. Würde mich bei meiner Brillanz gar nicht mal wundern. Jeps, so. Wie mache ich denn das mit dem Backswift? Du Spam und zurück und so. Wie mache ich denn das? Weiß ich nicht. Habe ich halt irgendwie einfach gemacht. Gut. Du bist, denke ich, das letzte Skelett, das mich von Eliza abhält. Also, mega big Eliza. Ich glaube, das ist Eliza. So sah die, glaube ich, am Anfang auch aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe ja so ungefähr raus, was ich gegen die machen muss. Aber halt nur so ungefähr. Aua. Okay, wie komme ich da jetzt lang? Muss ich leider Schaden nehmen. Oh Gott. So. Ups. Ja, das hat gerade nicht so funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Nee. Eliza, lass das mal bitte. Jeps. Ich möchte möglichst nicht vergiftet werden. Das ist ganz doof. Ah, so. Na komm. Hops. Ah, okay. Es läuft schon besser als beim letzten Mal. Ich muss mich aber gerade ein bisschen konzentrieren. Weil ich finde den Bosskampf irgendwie voll schwer. Aber ich sehe ja langsam Muster drin. So weit bin ich eigentlich schon mal. Okay. Okay. Okay, halt. Haha. Aua. Ich glaube, ich heile mich auch schon mal. Mit einem Hotdog. Das Gegengift scheint mir ja nicht zu brauchen. Was ich... Ja, okay. Benutzen wir jetzt einfach schon. Ich gehe davon aus, dass wir nicht nochmal vergiftet werden. Ich stelle mich gerade so doof an. Raps. Ja, okay. Nee. Ja. Aua. Oh, Doc. Hops. Okay. Und? Bitte stirb. Nein. Dann stirb jetzt. Nein, dann stirb jetzt. Och, Manu. Okay. Hops. Eliza. Geht doch. Eliza tot, you am Leben. Und jetzt kommt ja erst der richtige Bosskampf. Das ist wirklich voll schwierig. Naja. Riesiges Skelett 0, Jo 1. Ich wünschte, ich hätte noch ein Gegengift, aber ich hoffe, das brauchen wir nicht. Bla 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 Dialog.
bla 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 Deutsch bla 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 Deutsch bla 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 bla. Ja, das wäre das. Jups! Und Hamburger. Halo Bomb! Okay. Ich muss einfach aggressiv spielen, genau. Aber ich rüste jetzt einfach mal für die liebe Kororo was anderes aus. Das letzte Mal hat es ja ganz gut geklappt mit meinem kleinen Shikigami. Wo ist er denn? Hier. Mein kleiner, protziger Shikigami. Okay, das klang seltsam. Ah, komm leiser. Ups! Haha! Shikigami! Shikigami, Mann! Und... Ah, schade. Aber ich hab's schon so ungefähr raus. So ungefähr. Also so ungefähr, ungefähr. Naja. Ach komm. Die benutzt das so willkürlich. Jips! Okay. Noodles. Zum Glück haben da massig von gefunden. Eliza? Nee. Ups! Du bist so doof, Eliza. Ich hasse dich. Ups! Oh Mann! Ich stell mich so blöd an! Stirb, Mann! Stirb! Bitte! Shikigami! Okay. Abstand halten. Ups! Okay, Abstand halten. Muss einfach auf den Sound achten. Da hätte ich einfach schon ein Problem mit meinem Videograbber, wenn ich dann irgendwann Let's Play aufnehme, weil der hat voll Probleme, dass ich den Sound nicht höre. Der ist dann zwar total perfekt in der Aufnahme und klingt auch wunderschön, aber ich höre den nicht, während ich aufnehme. Könnte ich Probleme mit haben. Shikigami! Ichikigami! Aua. Okay. Na. Ist immerhin ein anspruchsvoller Bosskampf. Ja, Game Over und so weiter. Was haben wir jetzt überhaupt in unserem Inventar? Kaufen wir uns noch mal ein bisschen was. Na komm. Antidote. Kann ja nicht schaden. Hotdog. Na gut, wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder bei Eliza bin. Ich will euch das nicht nochmal antun. So, Skelett tot. Ich möchte den Boss hier noch mit drin haben. Ich will einfach aufnehmen, dass ich den kompletten Boss hintereinander töte. Sonst erwartet man noch irgendwie so von wegen, ja, du hast da einfach voll mit Save States gecheatet. Es kann ja sein, dass Leute das denken. Nips! So. Aber was Save States angeht, ich gebe zu, ich habe nach den Skeletten Save State gemacht, weil das ist einfach nur nervig, wenn ich die immer wieder besiegen muss. So. Hops. Auf die Hand und hops, Amidamaru. Und nochmal. Okay, jetzt habe ich aber keinen Amidamaru. Ja, aber es läuft ja schon. Besser als vorher. Na komm. Ah, okay. Ich hab's langsam. Hab's. Oh, cool. Sogar ohne so richtig Schaden zu nehmen. Das ist nett. Das heißt, jetzt sind wir komplett gewaffnet. Für Eliza. Also die richtige. Richtige. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Bla 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 bla. Ja, quick. Ich mache jetzt fast forward. Sonst ist das dann wirklich doof. Aber ich sehe, die Framerate sinkt, also mache ich doch lieber nicht fast forward. Kurzer Cut übrigens. So. Halo Bomb! Schade, der Shikigami hätte es noch retten können.
Liza, du bist so doof. Ich mag das nicht gegen kämpfen! Aua. Hops. Aua. Aua. Mann, Liza. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Hits die eigentlich braucht. Ja. So. Hat's gebracht. Aber er ist süß. Der Kleine. Hops. Aua. Die ist am Ende so ein Stückchen nach oben gekommen. Kann das sein? Ah, Hotdog. Ich will ein neues Schwert. Immer noch. Aua. Ja, Dummheit. Meinerseits. Halo Bomb. Na gut. Ja, yeah, geh weg, Liza. Du bist zwar irgendwie voll cool im Anime, aber du bist einfach nur viel zu stark. Faust will wohl nicht alleine kämpfen, oder was? Also so wie ich, normaler Schamane. Ach komm. Hamburger. Ja, psaba. Wir haben immerhin unser Gegengift nicht gebraucht, aber ich glaube, das behalte ich. Man kann ja immer mal Gegengift brauchen. Oh yeah, ich hab's geschafft. Liza down. Wir saßen jetzt auch schon eine ganze Weile hier dran. Also ich. Max SP ab, das ist cool. Wow, cool. Ein ganzer Balken mehr. Bla bla bla. Oh, Entschuldigung. You worthless, incompetent fool. I'm evil, by the way. No, I can still fight. Your powers are exhausted. Don't waste your time. I'm Batman. I had no intention of resurrecting your wife anyway. What? You honestly thought I would do the likes of you a favor? You'll pay for this, Magister. Well, I mean, I'm Batman. I should think not until we meet again. Der ist ja voll böse. Der hat nämlich gerade gesagt, der hätte Faust gar nicht geholfen. Oh, oh, guck mal den Geist von Liza an. Ist ja cool. I'm such a fool, letting him take advantage of my one desire, trusting him. It's cool. We all make mistakes. Ist okay. Du wolltest gerade nur Jo umbringen, aber ist okay. Get going, Jo. Don't worry about me. There's a huge cave just south of here, but the passage is blocked by a cloud of toxic gas. We can't get past. You studied medicine, Faust. Got any ideas? My dear Eliza might be able to neutralize the gas. Okay, das klingt jetzt ein bisschen sehr... Ihr wisst schon, ne? Gas und Eliza und... Ach, vergesst es. Eliza, will you go with you and help? Gas? Sure. Excellent. It's time to practice medicine. She didn't say anything. Thank you, Faust. Eliza. I'm sorry, Jo. I'll wait for you at the inn. Okay. Smash, smash, schlitz, schlitz und so. Es wurde ganz viel geschlitzt und gesmashed und geschlitzt und gesmashed. Und was ist das da? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber wir probieren, denke ich, im nächsten Part einfach mal wieder aus. Wo gehen wir denn am besten lang, ne? Naja, das war's für diesen Part mit Let's Play. Let's Play Shaman King Master of Spirits. Wir haben zwei Parts geschafft, ein Level zu schaffen. Na, das ist doch schön. Naja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, sagt mir, was ich besser machen kann. Also dann, bis zum nächsten Mal.